Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Heute wird es um Cosplay-Kritik gehen und dafür habe ich zuallererst ein Zitat aus Wikipedia. Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Kritik ist damit eine Grundfunktion der denkenden Vernunft und gilt als eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. Kritik, so objektiv man sie ausdrücken will, ist letztendlich aber immer subjektiv, weil sie eben auf Erfahrungen, auf dem Wissen und auf Ansichten eines bestimmten Menschen basiert. Man kann zwar versuchen, so objektiv wie möglich zu bleiben und halt sich einer Objektivität anzunähern, aber letztendlich ist immer irgendeine Subjektivität mit drin, weil ein Mensch ja die Basis für die Kritik war. Ein "Das ist scheiße" ist allerdings keine Kritik, das ist eine Beleidigung. Kritik kann positiv oder negativ ausfallen. Ein Beispiel für eine positive Kritik ist, ich finde deine Perücke sehr gelungen. Und ein Beispiel für eine negative Kritik wäre, ich bin der Ansicht, deine Nähte könnten sauberer sein, sie wirken fransig. Das sind beides Aussagen, die niemanden beleidigen, weil man seine eigene Ansicht wiedergibt und auch nicht verallgemeinert. Man bezieht sich konkret auf eine bestimmte Sache. Es ist immer angenehmer, zuerst was Positives zu sagen und dann was Negatives, weil man dann nicht so schnell auf Ablehnung stößt und die Kritik eben auch besser ankommt. Man muss jedoch auch nicht auf Teufel komm raus was Negatives sagen, wenn man nichts findet, weil wenn man das einfach schön findet, was man da sieht, dann kann man das ja auch so sagen. Umgekehrt ist es allerdings auch so, wenn man halt das einfach nicht gut findet, was derjenige da gemacht hat, dann kann man das auch so sagen. Allerdings finde ich auch, man sollte nicht auf Teufel komm raus jeden seine Meinung aufdrängen, der das jetzt zum Beispiel gar nicht wissen will. Also wenn man nach Kritik gefragt wird, finde ich das völlig okay, weil man wird ja danach gefragt. Das heißt, der andere muss damit rechnen, dass er vielleicht nicht das zu hören kriegt, was er gerne hören möchte. Aber er hat danach gefragt. Aber man muss jetzt nicht jedem seine Meinung auf die Nase binden, nur weil man es kann. Also da finde ich, sollte man auch schon mal überlegen, ob es jetzt unbedingt notwendig ist. Ich finde da das Motto Leben und Leben lassen ganz angenehm, funktioniert auch in der Regel ganz gut. Allgemein finde ich es schöner, wenn man sich einfach auf die positiven Dinge konzentriert, weil es zum einen angenehmer ist, wenn man was Nettes sagt und der andere freut sich ja eben auch darüber, dass er halt was Positives zu hören bekommt und dann wird ja auch wieder mehr Positives weitergegeben, weil das fördert ja dieses positive Denken. Und dann ist auch mehr Harmonie in der Szene, finde ich, wenn man sich einfach mehr auf das Positive konzentriert. Hat man dann doch mal eine negative Kritik bekommen, kann man überlegen, wie man damit umgehen möchte, weil es ist die Meinung eines anderen Menschen. Man kann sich entscheiden, nimmt man sie an, denkt man drüber nach oder ignoriert man sie. Man neigt ja auch schnell dazu, sich zu rechtfertigen, warum man was wie gemacht hat oder warum man zum Beispiel etwas nicht besser kann. Das muss man nicht. Und man entscheidet ja auch selber, ob man sich mit dem, was man tut, wohlfühlt oder nicht. Aber manchmal, finde ich, kann man auch sehr gute Tipps bekommen, wenn man sich auf die Kritik einlässt. Und dadurch kann man sich halt auch verbessern. Und wenn man das gerade möchte, dann kann Kritik wahnsinnig hilfreich sein. Wenn man dann aber doch mal eine Beleidigung zu hören kriegt, dann, finde ich, sollte man die einfach ignorieren, weil es hat keine Hand, kein Fuß, es dient einfach nur dazu, einen anderen zu verletzen und das muss man sich nicht gefallen lassen. Man muss sich auch nicht runterputzen lassen. Es ist jetzt aufs Cosplay bezogen ein Hobby, was jedem Spaß machen soll. Und deswegen lasst euch nicht von Beleidigungen unterkriegen. Jeder möchte am Ende Spaß haben an seinem Hobby und deswegen over and out für heute.